Im Namen des gesamten Präsidiums heiße ich Sie alle sehr herzlich willkommen. Der akademische Festakt der Justus-Liebig-Universität Gießen dreht sich auch in diesem Jahr um herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die wir heute für ihre ausgezeichneten Leistungen prämieren wollen. Dies wäre nicht möglich ohne die zahlreichen Stifterinnen und Stifter, für deren Engagement ich mich an dieser Stelle von ganzem Herzen bedanken möchte. Meine Damen und Herren, uns ist bei allem, was wir an der JLU tun, bewusst, dass wir als die größte Bildungseinrichtung in der Region, als zweitgrößte Universität des Landes Hessen, als eine auf allen Kontinenten agierende und weltweit vernetzte Institution auch eine Verantwortung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland, für die gedeihliche Entwicklung anderer Gesellschaften, für den interkulturellen Diskurs und die Überwindung von Krisen und Konflikten tragen. Auch in diesem Jahr haben die Mitglieder der JLU sich an vielen Stellen in diesem Sinne verantwortungsbewusst eingebracht. Einige wenige Highlights möchte ich an dieser Stelle exemplarisch nennen. Die Lesung hier in der Aula mit Can Dündar, dem ehemaligen Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, am Tag der internationalen Pressefreiheit am 3. Mai 2018. Wir haben damit gemeinsam mit dem Literarischen Zentrum Gießen und Herrn Kollegen Feuchert als Co-Organisator deutlich gemacht, dass wir für die Meinungs-, Presse- und Wissenschaftsfreiheit einstehen, in Deutschland wie auch in zunehmend schwierigen Partnerländern wie der Türkei. Veranstaltungen zu 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs, 80 Jahre Konferenz von Evian und Reichspogromnacht sowie 50 Jahre 1968, die unter anderem von Herrn Kollegen Leggewied organisiert wurden, wir bieten damit sowohl Plattformen für Gedenken und Erinnerung als auch für die Konstruktion, Erörterung und Infragestellung von Erinnerungskulturen. Die Erstellung des neuen Nationalatlas Georgien, den wir bei der Frankfurter Buchmesse, dieses Jahr mit Georgien als Partnerland, Anfang Oktober nach der Messeeröffnung durch den Bundespräsidenten der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Unsere Geografen um Herrn Kollegen Dittmann und Herrn Kollegen King haben damit einen bemerkenswerten und vielfach beachteten Beitrag zur Unterstützung der Identitätskonstruktion Georgiens geleistet. In Kolumbien sind wir mit unserem Instituto Capaz, geleitet von Herrn Kollegen Peters, koordiniert von Herrn Kollegen Maraun und gefördert vom Auswärtigen Amt, mittendrin in der wissenschaftlichen Begleitung des mit so vielen Hoffnungen und Erwartungen verbundenen Friedensprozesses. Die Entwicklung der JLU in diesem Jahr, die ich entlang von einigen wesentlichen Ereignissen in Forschung, Lehre und Transfer nachzuzeichnen versucht habe, zeigt, wir sind erfolgreich unterwegs, und auf die Bereitschaft der Mitglieder der JLU, sich über alle Maßen zu engagieren und einzubringen, ist Verlass. Anlässlich der laufenden Koalitionsverhandlungen in Hessen, an deren Ende hoffentlich eine erfolgreiche Regierungsbildung stehen wird, erlaube ich mir, diese Feststellung etwas umzuformulieren. Das Jahr 2018 hat einmal mehr gezeigt, dass jeder Euro, der in diese Universität investiert wird, gut angelegt ist und verantwortungsvoll und effizient genutzt wird, zum Wohle des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts Made in Gießen und zur Stärkung des hessischen Wissenschaftssystems insgesamt. Die Hochschule als Standardlösung muss sich bewusster als in Zeiten des exklusiven Minderheitsreservats offen im Gefüge des gesamten Bildungsangebots und nicht nur als dessen Krönung verorten. Wissenschaft und ihre dominante Heimstatt, die Universität, sind wegen ihrer verfassungsrechtlich anerkannten Eigengesetzlichkeit ein zentraler Hort der sogar absolut gesetzten Freiheit. Und diese Funktion in einer Zeit profilierten Überdrusses an der Wissenschaft und gesellschaftlich-politischer Verwerfungen zu halten, wird umso besser gelingen, wenn, wie es hier in Gießen ja selbstverständlich geworden ist, die Universität als Institution für die Gesellschaft und als Institution in der Gesellschaft zu verstehen. Das hilft den Umgang mit den eingangs beschriebenen Dilemmata. Es bewahrt nämlich vor Illusionen, wenn man darüber spricht. Es bewahrt vor Illusionen über einen naiven Wahrheitsanspruch oder über die Werturteilsfreiheit der Wissenschaft. Es stärkt auch die Hochschule für jenen gesellschaftlichen Diskurs, der ansonsten über Moralisierung leichthin Gefahr läuft, sich selbst in ihr gegen Freiheit und Offenheit zu wenden und so die positive Kraft der Mythen gänzlich zu verlieren. Und umso mehr gilt unsere Anerkennung den Früchten der Freiheit. Mein herzlicher Glückwunsch allen diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern. Sie sind
der Einladung zur Pflege des Unselbstverständlichen so beharrlich und überzeugend gefolgt, dass sie der Freiheit durch wissenschaftliche Exzellenz ihren besonderen Sinn vermittelt und dem Überdruss an der Wissenschaft zumindest heute kräftig den Boden entzogen haben. Und mein Dank gilt Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.